Ja, Hallöchen, willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Wir sind hier immer noch im Botanischen Garten. Schön, wie man sich den so vorstellt. So voll mit Palmen und Blumen und allem, was dazugehört. Und dahinter diesem Brunnen sind leider noch zwei nicht so ganz nette Herren. Und den beiden hier geht's auch nicht mehr gut. Oha. Ein Rätsel? Oh. Das hast du auch rausgefunden? Absurd. Ja, das war jetzt irgendwie offensichtlich, dass das ein Rätsel sein müsste. Habe ich hier denn eine Rätselkarte? Nee, nee, natürlich nicht. Ja, natürlich habe ich keine. Warum eigentlich nicht? Der wäre cool. Da sind zwei mit Knarren. Das ist nicht gut. Keine Ahnung. Joker plant etwas, Mann. Ja, und das riecht nicht gut. Glaubt, er ist Gott oder sowas, so mit menschlichen Körpern umzugehen. Wenn er das bei mir macht, kündige ich. Ich auch. Dieser Ort ist schon ohne rumirrende Monster gruselig genug. Komm ich denn da weg? Vielleicht den Schallbatterang? Okay. Aha, um die Ecke. Gut, dass der Schallbatarang nicht explodiert ist. Dann kann ich ihn nämlich nochmal benutzen. Ja, haha, perfekt. So, da. So. Gab's hier noch irgendwas? Ich muss mal eben hier langlaufen und gucken. Hier ist eine Ta Dingens. Das ist bestimmt von Poison Ivy, ne? Ja. Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens. Als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Ja, das ist wohl wahr, aber das ist vielleicht die falsche Art und Weise. Würde ich mal behaupten. So, ab in den nächsten Korridor. Oha. Da machen wir uns mal schnell auf nach oben, damit wir hier schon mal vielleicht ein Problemchen weniger haben. Kann ich hier irgendeinen schon mal... Den hier kann ich doch gleich schon mal aufhängen. Na komm. Na komm. Und. Hallo? Warum kann ich den nicht aufhängen? Was soll denn das? Finde ich es aber nicht gut. Ging das sonst immer? Machen wir das von hier. So. Zack. Hey, geh von mir runter! Tut mir leid. Krieg ich den auch? Schon? Nehmen wir den auch noch direkt. Dann haben wir schon mit zwei weniger. Und weg. Ganz schnell weg hier. Ich guck mir das mal im Licht an. Ach, guck mal, wie schön das hier ist. Das Haus, das Gewächshaus. Wie hübsch, wie hübsch, wie hübsch. Guck mal. Von hier können wir ein bisschen nach Gotham gucken. Da hinten ist Gotham City. Ach, cool. Cool, 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 cool. Ich finde das geil. So, wo sind sie denn alle? Was gibt es hier für Riddler-Herausforderungen überall? Außerdem noch nicht so viele. Die hier ist in der Nähe. Und wie viel Uhr ist im Wunderland Teezeit? Ja, wenn der verrückte Hutmacher dafür gesorgt hat. Was ich hier mit dem verrückten Hutmacher anstellen kann, weiß ich noch nicht, aber das ist ja erstmal egal. So, dann wollen wir noch mal gucken. 4 gegen
einen. Ihr besiegt ihn auf jeden Fall. Wirklich. Ihr könnt nicht versagen. Oh, der ist da unten. Zack. Kommen wir uns mal den nächsten. Komm du mal her. Und tschüss. Hey, geh von mir runter! Sollen wir gleich an jedem einen hängen. Wenn es so weitergeht. Was ist mit dem einen, der da unten in dem Dingen hängt? Der will auch nicht, ne? Was hat der für Cooldown? Oh, noch voll lange. Bewusstlos. Ist immer noch halb leer. Warum kann ich eigentlich hier mit dem Teil so wenig machen? Mit dem Batarang. Mit der Batclaw. Das ist voll nervig. Habt ihr ein gutes Gefühl? Wo ist der andere hin? Da hinten. Hier. Verdammt, der ist in die andere Richtung gelaufen. Schade. Auf der da hinten hin. Na komm. Komm mal hier hin. Und komm, kriegen hier. Kriegen noch. Ach Mann, kriegen nicht mehr. Ärgerlich. Dachte, ich könnte ihn lautlos ausschalten. Flipp nicht aus, wir können das schaffen. Nehmen wir halt den nächsten. Hängen wir da ein paar, einen ganzen Haufen. Ist mir egal. Habe ich zwar nicht an jedem einen hängen, wie ich es eigentlich geplant hatte, aber naja. Ein bisschen Schwund ist immer. Es gibt Schlimmeres. Warum der eine sich nicht bewegt, ist mir auch ein Rätsel, aber na gut. Na komm. Komm her. Ich mach dich alle, Mann. So, haben wir ihn doch. Ja, hat er. Na, was er mir damit wieder sagen will. Kommen diese Geräusche her. So. Auf alle Fälle ist jetzt hier irgendwas vom verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland. Den dürfte man kennen. Hier unten kann man rein. Ich weiß nicht, was ich hier soll, aber ich komme mal rein. Das wäre natürlich formidabel, wenn man hier reinklettert. Ein Traum. Ah, da hinten geht's durch. Sehr schön. Das müssen wir mal eben ausnutzen. Hier gibt es bestimmt irgendwas dahinter, das ist ja immer so. Das wäre dumm, wenn da nichts wäre. Kablammer. Was gibt's denn hier? Hier gibt's nichts. Und hier gibt's eine Riddler-Trophäe. Das hat aber damit nichts zu tun, ne? Ne. Komm ich hier wieder raus? Ne, nur über den Gleichweg. Upsala. So, der verrückte Hutmacher, der verrückte Hutmacher, der verrückte Hutmacher. Ist das der Hutmacher? Nein, das hat nichts mehr mit dem Hutmacher zu tun. Ich höre irgendwo einen Frosch. Aber der kann auch nicht richtig sein. Frösche und Hutmacher haben für gewöhnlich relativ wenig miteinander zu tun. Ja. Hier ist noch so eine Trophäe. Hier sind ganz schön viele hier. Zack. Das mal so sagen darf. Hier geht's rein. Da geht's hoch. Hier geht's durch. Ja, das ist auch richtig. Das ist alles schön. Ging's hier nicht auch hoch? Ach komm. Ah, da nehmen wir es die Treppe. Ah, schlau. Die Treppe ist direkt neben mir, natürlich. Hier kommen die Kabel von unten. Könnte man rein. Ist hier nicht, ist hier irgendwo eine Uhr? Von wegen Tea Time? Ich weiß nicht wo.
Versuchen wir einfach mal. Das wird irgendwas Verstecktes sein. Ich weiß ja, was er meint, aber ich weiß nicht, wo ich es finde. Und ich weiß auch nicht, wo ich jetzt zuerst hin muss. Naja, gehen wir mal hier rein zuerst, würde ich mal behaupten. Einfach mal so. Komm ich da rein? Komm ich. Perfekt. Da haben auf jeden Fall eine Zähne. Erinnerst du dich an die Waynes? Wie konnte man die vergessen? Tja. Ich erinnere mich an die Waynes. So grob. Ich bin einer von denen. Hier. Memory of Thomas Wayne and Martha Wayne. Oh. Einfach einfach. Oh. Charakterbiografie von Thomas und Martha Wayne. Ja. Die kennen wir. Joe Chill in der Crime Alley. Ja. Mittlerweile weiß man, wie er heißt, aber er hatte wohl... Es gibt diverse Varianten. Manchmal ist er jemand Wichtiges und manchmal ist er jemand einfach nur irgendwer. Ja, ja. Ach, da unten sind sie. Hier kommt bestimmt Alfred Pennyworth. Pass mal auf. Ich sehe es kommen. Ach, und hier ist noch... Noch eine Trophäe und noch ein Turmband. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 14. November, 10.21 Uhr. Hallo Pamela, heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Spuren in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine armen Babys mit ihrer Gier und Arroganz zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich, Stephen. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Stimmt das? Natürlich. Na, ich glaube nicht dran. Ich glaub nicht dran. Noch mehr Zähne, mein Gott. Willst du dahin? Oh. Ob das eine gute Idee ist, hier lang zu laufen? Bin mir da noch nicht so sicher. Oh. Alter, bitte. Bin ich wichtig? Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu hart zu dir sind. Er hat gesagt, du wärst der perfekte Köder. Verstehe ich nicht. Das ist doch nichts Besonderes. Wer soll dich retten? Ja. Ich. Die Federmaus! Ich soll dich retten. Lass nicht zu, dass er dich lebt, du Idiot! Ich schneck dir was in die Haut! Mach's nicht fertig, Batman! Oh Mann, da sind wir. Heute mal Combo-Teilen. Mist, jetzt habe ich die Combo verkackt. Aber war die so schön hoch. Und noch einer. Was war denn das für eine Combo gerade? Ich weiß gar nicht. 23er Combo, habe ich da nicht einen... Ja, ich rette dich, Mann. Karl. Komm schon. Hol nicht rum. Geht's dir gut? Der Hausmeister. Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Tja, ich weiß, was die gemacht haben. Der komplette Boden ist voll mit Bomben und irgendwas anderem. Das ist definitiv nicht gut. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Also? Kann ich das Ding hacken? Na. So. Na, komm schon. Da ist sie doch, die Frequenz. Ist er jetzt Joker-Toxin, was da rauskommt? Vielleicht nicht so geil, ne? Oh, da ist der Patientenakte.